Lilo, heute geht es um das Verschwinden von Fensterrahmen, und zwar gewollt. Manchmal ist es unter Compiz, ja, Compiz, nicht gewünscht, dass der Fensterrahmen verschwindet, aber manchmal möchte man, dass der Fensterrahmen verschwindet, sei es, weil es ein Webcam-Programm ist oder ähnliches. Ich zeige mal kurz wie. Dazu starte ich zunächst mal das Programm, wo der Fensterrahmen verschwinden soll. Und zwar stört mich an einem Bildschirmschoner, den ich unter Userlib X-Screen Safer habe. Der heißt GLSchool. Der ist zwar ganz witzig, aber mir gefällt es halt nicht so, dass da oben das ganze Gedöns darüber steht. Gut, was brauchen wir nun? Wir brauchen den Compiz Config Settings Manager, um halt die obere Fensterleiste, wo hier jetzt zum Beispiel Compiz Config Einstellungsmanager steht oder da GLSchool, verschwinden zu lassen. Wir suchen im Filter nach Fenster Dekorationen. Fensterdekorationen. Nun, hier steht so einiges. Ne? Fensterdekoration für Fenster, da steht Any. Ne? Das ist nicht die Annie, sondern für alle Fenster sollen die Fensterrahmen da oben erscheinen, ne? Die Fensterdekorationen. Und das ist das, was wir ändern müssen. Hier ist ein Pluszeichen. Das Pluszeichen klicken wir an und dann bekommen wir Optionen, die Dinger verschwinden zu lassen. Kriterien bearbeiten. Ja, was wollen wir denn? Ne? Nun, jetzt könnten wir uns die Fenster aussuchen, die keine Rahmen mehr haben sollten. Entweder nach Fenstertitel oder wenn es mehrere sind. Bei mir sind es ja mehrere Bildschirmschoner, eine ganze Klasse. Wir wählen jetzt das Fenster aus mit Auswählen. Jetzt erscheint ja ein Farbenkreuz, ne? Auswählen. Hier hat er versehentlich den Compiz Config Settings Manager erwischt. Ich will aber das da. Ne? Die Klasse dieser Fenster ist in dem Fall bei mir jetzt zufällig Top Level Shell. Beziehung, ja, und oder, machen wir auf und auf umkehren. So, und jetzt einfach nur noch hinzufügen. Und dann sieht das so aus. Der komplette Spruch ist Any in Klammern und nicht Klasse Top Level Shell. So, jetzt habe ich meine Maus gefunden. Und dann ist der Fensterrahmen da davon fort. Gut, wie kann man das noch bewegen? Alt-Taste drücken, gedrückt halten, mit Maus draufklicken. Und ist immer noch bewegbar. Alt-Taste drücken, Rechtsklick kann man immer noch zum Beispiel maximieren. So, wenn einem das immer noch nicht gut genug ist, kann man, hatte ich schon mal gezeigt, mit Opacity, Brightness and Saturation, das mit Alt und Rollrad nach hinten und noch transparent machen. Ne? Kennt ihr noch? Habt ihr noch gemerkt? Ja. Opacity müssen wir ja noch zurück. So. OP. Opacity, Brightness and Saturation hat eine gewisse Möglichkeit, das Ding transparent zu machen mit Alt-Button 4 und Alt-Button 5. Das sind die Rolltasten an der Maus. So, jetzt sieht das schon ganz gut aus. Hier unter Linux Ubuntu Mate habe ich die Möglichkeit, die Leiste zu ändern, dass die Verbergen-Knöpfe angezeigt werden, ne? Dann kann ich die auch noch verschwinden lassen. Das hat jetzt zwar mit dem Titel, Fenstertitel nichts zu tun, aber klick auf den Pfeil und dann sieht er schon besser aus. Ja, wie gesagt, das geht bei Ubuntu Mate, wo man ein klassisches Gnome-Panel hat, durchaus noch gegebenenfalls Alt und Rechtsklick, dann sollte das gehen. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.